Herzlich willkommen zurück. Beim Blut Gottes. Überall Vampire. Wie wir in der letzten Folge rausgefunden haben. Hilf Lakshmi, die Kisten zu zerstören. Wir müssen diese Fracht zerstören. Hier drüben. Ich habe Treibstoff gefunden. Nicht nur Werwölfe, alias Lykana, sondern auch Vampire treiben sich hier rum. Und haben für die Ripper-Morde gesorgt in Whitechapel. Das demnach dem Abgrund runtergegangen ist. Und deswegen sind die Rebellen, haben sich erwehrt gegen Lord Hastings und Co. Okay. Ich wäre bereit, den Kram anzuzünden. Vielleicht sollten wir erstmal alles mit Benzin übergießen, ist halt die Frage. Ich zünde die hier an. Bereiten Sie andere vor. Und wir brennen hier hunderte von Vampiren nieder, wahrscheinlich. Genügend, um eine ganze Stadt auszulöschen, meinte unsere Freundin. Beeil dich, wir haben nicht ewig Zeit. Das wird auffällig sein. Die hier ist fertig. Aber umso mehr, umso besser. Und wer steckt da noch hinter? Vielleicht auch der Großmeister oder ist er einfach nur blind? Hier drüben. Ist er in den 100 Jahren blind von seiner Weisheit geworden? Los, helfen Sie mir darauf. In Ordnung. Kurze Denkpause hatten Sie gerade, die beiden? Ich suche nach etwas, um Ihnen zu helfen. Eine Leiter wäre nicht schlecht. Hier ist eine Leiter. Ach, perfekt. Was für ein Zufall. Reicht das? Das sind doch immer noch Kisten. Hier sind doch noch weitere Vampire. Wir müssen noch mehr hier übergießen. Es wird doch niemals alles reichen. Die stehen doch auf und bringen alles um. Hier ist noch ein Treibstofftank. Ach, du Heilige. Hier sind auch jede Menge Vampire in der Lagerhalle. United India Company. Die Kompanie des Vereinigten Indien. Okay, der hier kann angezündet werden. Unterstützt von Vampiren. Nehmen wir noch die Granate mit. Wer weiß, wann wir sie noch gebrauchen können. So. Ich hätte ja irgendwas anderes erwartet. Dass jetzt Vampire tatsächlich ins Spiel kommen, ist natürlich mit den Lykanern ziemlich... Sehen wir nach dem Rest. Also gut. Los, übernehmen Sie die restliche Fracht. Ich kümmere mich um die. Wird gemacht. Ja, erinnert ziemlich an Underworld. Okay, wir können. Hi. Bam. Gesichtstreffer. Da ist noch einer. Bam. Noch einer. Hätten wir erledigt. Und wo sind die nächsten, bitteschön, hä? Moment, ich habe da eine Granate vorbereitet. Vielleicht kann ich den da drauf direkt werfen. Zack. Yeah! Die hat ihn nicht erledigt? Das finde ich unverschämt. Darüber sollten wir nochmal reden, mein Freund. Okay, nehmen wir lieber wieder das Gewehr. Besser. Und nochmal. Der letzte Schuss. Leider nur in die Luft gegangen. Da hinten hängt doch noch einer, oder? Ah, ja, ja. Oh Gott, den müssen wir schnell plätten. Wir haben gerade einen Raketenwerfer oder sowas. Erledigt. Und er hatte sich einfach nur gut versteckt da. Ich konnte ihn kaum ausmachen hinter den Flammen. Komm, steck dein Köpfchen raus. Da bist du ja. Kompaniemann getroffen. Der zieht ganz schön nach oben. Okay, nächster bitte. Hier. Da bist du ja. Eine Heidenarbeit. Die alle zu eliminieren. Und sie muss schnell die Särge verbrennen. Um die Menschheit zu retten mal wieder. Und dafür ist Sir Galahad am Ende eingeknastet worden, ganz ehrlich. Wir müssen da runter. Immer mit der Ruhe. Lass es mal auschecken, ob sie sich hier noch irgendwie herumtreibt. Ich glaube nicht, oder? Ich glaube, wir scheinen sicher zu sein. Nee. Verbrennen wir die restlichen Kisten. Okay, komm.
Munition. Kann ich gut nehmen. Wer betätigt die Kurbel? Machst du das? Ah, sie fährt uns schon runter. Ich zünde die Kisten an. Lenken Sie sie ab. Wird gemacht, wird gemacht, wird gemacht. Ich gebe mein Bestes. Oh mein Gott, immer mehr Feinde. Und was nicht hier alles vorkommt, mit wie vielen Fantasy-Geschichten das hier alles kombiniert wird. Wobei mir der Heilige Gral, das Elixier, dann noch lieber wäre, sogar als Vampir zu werden. Was sagt ihr denn? Heiliges Gral-Elixier, Vampir oder Werwolf? Oder einfach nur Mensch? Was wolltet ihr sein? Man weiß ja spätestens seit Interview mit dem einen Vampir, dass die Unsterblichkeit auch nicht immer so geil ist. Ach du Scheiße, es ging auf einen Flammen auf. Boah. Das war knapp. Okay, ich muss in Deckung. Jetzt aber dringend. Nein, ich liege. Ich liege. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Steh wieder auf. Schnell, Schwarzwasser, Schwarzwasser, Schwarzwasser. In Deckung gehen kurz. Erheben. Und runter. Bams. Und jetzt in Deckung wieder, bitte. Puh, das war super knapp. Das ist noch gerade wer runtergeplumpst. Wollt mal Hallo sagen. Wie viele seid ihr, verdammte Axt? Wir haben einen Fernsehen dabei. Oh, das war knapp. Den muss ich schnell eliminieren irgendwie. Mann, jetzt kann ich mit dem Analogstick wieder nicht vernünftig zielen, weil er da geht. Ja, gut. Okay, da oben. Da oben haben wir ein Riesenproblem, Fall. Da müssen wir alles draufsetzen, was wir haben. Das ist ein mega harter Fall. Wache getroffen! Das gibt's doch nicht. Was hält der aus? Der Mann mit der Rüstung. Erstmal den hier kurz wieder. Okay, er ist down, glaube ich. Verdammte Axt. Wie viele Feinde wollt ihr noch? Wache ausgeschaltet! Okay. Oh, das war nicht gut. Quasi, ich habe ihn nicht erwischt. Zu hoch gezielt, so verzogen, das gibt's ja gar nicht. Jetzt aber. Mann, 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 Trauerspiel. Aber wir leben. Brenn schnell nieder, was niederzubrennen ist. Und wieder Wolfe. Wo ich noch dachte, die gehören zu den Rebellen. Alles vermischt sich. Ich muss erstmal durchatmen. Wahnsinn. Boah! Scheiße, hab ich mich erschreckt. Was zum Teufel? Mach das nie wieder. Boah. Nichts da. Boah, das war auch knapp. Das war letzte Sekunde. Okay, ich muss nachladen und rollen. Ich habe wenig Munition nur noch. Das geht nicht gut aus, wenn es so weitergeht. Okay, einen Hammer. Nachladen. Und jetzt exekutieren. Schnell. Die nächste Kreatur der Nacht. Erneut eliminiert. Minus eins. Da bist du ja, Kleiner. Ich hab ihn. Aber nur noch eine Patrone, knapper geht's nicht. Wir brauchen Munition. Das macht zwei. Okay, da haben wir noch was. Hier drüben ist eine Tür. Oh, das. Rani, bist du hier drin? Debbie! Bin ich froh, deine Stimme zu hören. Rani, bist du verletzt? Nein,
Noch nicht, aber schnell, versuch die Tür aufzubrechen. Sofort, Rani. Na, so geht's natürlich auch. Zweikampf gegen einen Lykaner. Nein! Oh, ich habe ihn noch erwischt. Im letzten Moment. Ich dachte schon. Ich hätte nicht gedacht, dich wiederzusehen, Tochter. Wie habt ihr uns gefunden? Dafür ist keine Zeit. Die Truppen der Kompanie sammeln sich bei der Werft. Wir müssen fliehen. Ritter, fordern Sie es nicht heraus. Wir sind hier fertig. Puh, was für eine Episode. Wir haben die Särge niedergebrannt, gegen Lykaner gekämpft und wissen jetzt, was los ist. Dieser Horror muss dem Rat berichtet werden. Überlegen Sie, Ritter. Die Kompanie konnte das nicht ohne mächtige Freunde in der Regierung schaffen. Sie haben gesehen, wie ihre eigenen Ränge infiltriert wurden. Wenn das so ist, hätte ich doch Verdacht. Es ist nun ein Krieg gegen die Halbblüter. Sie nutzen das vereinte Indien, um auf der ganzen Welt Schrecken zu verbreiten. Sie müssen uns helfen. Ich bin ein Ritter. Ich diene dem Schutz des Empires, nicht seinem Sturz. Trauen Sie niemandem. Leben Sie wohl, Ritter. Hätten wir uns nur unter anderen Umständen getroffen. Wo finde ich Sie? Flüstern Sie meinen Namen in Whitechapel und ich werde da sein. Lakshmi. In Whitechapel. Kapitel 10. Konfrontation. Gray. Was in aller Welt ist los mit dir? Nicht jetzt, Izzy. Bleib sofort stehen. Ich hab dich in Whitechapel gesehen. Was? Du bist mir gefolgt? Ich hab mir Sorgen gemacht. Nach der Schlacht auf der Brücke bist du wie ein Irrer abgehauen. Du weißt nichts. Weniger als nichts. Ist das eine Art heimliche Infiltrierung? Hast du das etwa vor? Jetzt ist keine Zeit. Gray, was ist mit dir los? Nein. Seit Mallorys Tod schaue ich dich an und sehe... Und? Was siehst du? Ich weiß nicht. Einen Fremden, bei dem ich nicht weiß, ob ich ihm trauen kann. Was immer es ist, Herrgott, sag's mir. Nicht jetzt, Izzy. Du solltest mir aus dem Weg gehen. Zu deinem Wohl. Sie, holen Sie General Lafayette und bringen Sie ihn in die Bibliothek. Das war nicht unbedingt clever. Warum hat er es ihr nicht gesagt? Das Zentrum des Rates. Diese Behauptung ist monströs. Ich glaube sie nicht. Wenn der Lord Kanzler es mir erlaubt, kann ich beweisen... Ich erlaube es nicht. Und ich will nichts mehr von diesen abstrusen Verdächtigungen hören. In all den Jahren, die ich deinen Vater kenne, habe ich ihn nie so stur erlebt. Deine Anschuldigungen betreffen das Herz des Empires. Ich fürchte, noch so einen Schlag wie Mallorys Verlust wird er nicht ertragen. Er muss nur zur Blackwall-Werft gehen. Hast du einen Beweis? Alles ist völlig vernichtet. Ein klarer Fall von Brandstiftung, sagt Commissioner Doyle. Offenbar wurde ein kleiner Trupp Rebellen auf den Docks gesehen. Es war ziemlich... Welches Wort benutzt der Commissioner so gern? Ah ja, elementar. Und was glaubst du? Ich habe keine Meinung. Wenn du willst, kann ich versuchen, den Lordkanzler zu überzeugen, die Sache vor den Rat zu bringen. Wenn wir tatsächlich einen Verräter in unseren Reihen haben, werden die Verschwörer sicher davon erfahren. Was schlägst du vor? Wir brechen im Schutze der Nacht in das vereinte Indienhaus ein. Dort finden sich ganz sicher Informationen, die etwas Licht auf die Ereignisse der letzten Tage werfen. In das Hauptquartier der Kompanie einbrechen. Du bist aus dem gleichen Holz geschnitzt wie Mallory. Drastische Umstände erfordern drastische Maßnahmen. Ich brauche deine Hilfe, Alistair. Ich halte es wohl kaum für angemessen, wenn der Ritterkommandant... Du bist mit dem Gelände vertraut. Ich brauche deine Hilfe, um mich im vereinten Indienhaus zurechtzufinden. Wenn wir eine Verschwörung entdecken sollten,
wird deine Aussage deinen Vater überzeugen. Also gut. Aber wir beide allein werden nicht in das Gelände eindringen können. Wenn es stimmt, was du sagst, dann können wir nur wenigen trauen. Meiner Schwester? Lafayette? Ohne Beweise darf ich sie da nicht reinziehen. Wer dann? Vielleicht kenne ich jemanden, der uns helfen kann. Ich danke dir, Bruder. Nähern uns dem Vereintes Indienhaus. Ich nehme an, wir gehen nicht durch die Vordertür rein. Keine Sorge. Ich habe unser Eindringen gut vorbereitet. Der Zugang auf das Gelände erwies sich als etwas schwieriger als geplant. Kapitel 11. Waffenbrüder. Wir sind da. 18. Tag im Oktober. Duke Street. Mayfair. Hintereingang zum Gelände? Könnte man sagen. Mich wundert, dass er uns so hilft, der gute Luken. Ist er vielleicht doch ein Guter und ich habe ihn falsch verdächtigt? Macht niemand auf, oder? Guten Abend, Sir. Francis? Francis? Okay, wohin jetzt? Ist alles bereit? Wie besprochen. Die Waffen liegen auf dem Tisch. Aufs Dach geht's, durch das Schlafzimmer. Gute Arbeit, Francis. Zu Ihren Diensten, Sir. Das ist wohl der Plan des Hauses und da wird lecker Tee getrunken. Was haben wir denn da vorne noch liegen? Nicht mehr lange und die Wahrheit kommt ans Licht, Sebastian. Ja, Crystal Palace liegt nach Luftschiff, Unglück hier in Trümmern, bla bla bla. Und vielleicht kann das ja auch mal wieder wer in die Kommentare schreiben. Einfach Pause drücken und dann schreiben, was da steht, so mal kurz gefasst. Vielleicht kriegt das einer hin. Haben wir jetzt auch bei den letzten Malen schon so gemacht. Bei den Zeitungsausschnitten. Und wenn ihr es lesen wollt, dann könnt ihr natürlich auch einfach Pause drücken. Ist natürlich alles auch komplett auf Englisch. Francis, na, wen haben wir da? Commonwealth-Truppen gedient. Aha. Die Truppen des Commonwealth? Lance Sergeant. Sind natürlich die Überbleibsel eigentlich der Kolonialzeit, ist der Commonwealth jetzt. Zum Beispiel unabhängige Staaten, die halt mal Kolonien waren, die dann immer noch mit Großbritannien verbunden sind. In einer großen Gemeinschaft. Ich glaube, das ist auch so ein Grund, warum sich Großbritannien ein bisschen auch vor der EU sträubt. Noch zumindest einige dort. Oh, was haben wir denn hier? Tödliches Armbrustgeschütz, so sieht das beinahe aus, ne? Aha. Schick. Nehme ich mit. Beziehfernrohr. Armbrust. Weckt Erinnerungen. Und zwar ziemlich alte. Ich dachte, wir gehen besser unauffällig vor. Los gehen wir. Die ganze Nacht sind Patrouillen unterwegs. Alle Eingänge sind bewacht. Wo gehen wir rein? Im Garten. Genug Deckung, um unbemerkt reinzukommen. Mir nach. Gehen wir rauf aufs Dach. Oh, da wurde gerade noch eingezeigt, eliminiere die Lykaner, aber das haben wir ja geschafft, Folge Luken. Hoffentlich nicht in den Tod. Ja, komm schon rüber. Ach so, da drücken wir plötzlich nicht mehr springen, sondern mal wieder Dreieck zur Abwechslung.
Man muss auch immer schön warten, bis man da rüberklettern kann. Huch, wo ist er denn hin? Ach, da drüben. Scheint gerade jemand aus der Tür rausgekommen zu sein. Sollen wir weitergehen? Ich weiß nicht. Was meint ihr denn, hä? Sollen wir eine Folgenpause machen oder weitergehen? Ich glaube, wir machen noch ein bisschen weiter. Mir geht's gut. Das war mega laut. Ich meine, Grayson ist ja auch muskelbepackter Kerl. Er wiegt ja nicht gerade wenige Kilo. Und dann so eine einfache Regenrinne aus Blech. Nicht unbedingt das Beste, um sich dran zu hängen. Dann nehmen wir doch lieber hier diese Vorsprünge. Typisch von den Spielen immer, dass irgendwie die ganzen Dinger, wo man dran springen kann, gekennzeichnet sind. Man sieht es jetzt auch hier wieder mit dem Weiß, was ganz gut ist. Taubenkot, jede Menge. Francis' Geheimdienst ist hilfreich. Wohl ein vertrauenswürdiger Mann. Nicht wirklich, er muss seine Schuld begleichen. Wenn er sein Wort nicht halten kann, wäre das höchst unangenehm für ihn. Lokalisiere einen Anker. Wir müssen im Garten einen sicheren Haltepunkt für das Seil finden. Ziemlich dramatischer Einstieg, oder? Der Pavillon passt zu den Parametern. Gut, bringen wir das Seil an. Na dann mal rüber damit. Geschafft. Alistair, du musst hier bleiben und mir den Weg zeigen. Wenn ich drin bin, kommst du auf mein Zeichen rein. Also gut. Aber Vorsicht. Meine Schwester wäre untröstlich, wenn ich allein zurückkehre. Was sie nicht weiß, kann ihr nicht wehtun. Adoptivkinder vom Großmeister sind sie. Umso mehr wundert es mich, dass Luken da mitmacht. Kein Mucks. Grayson, es ist nicht ratsam, ohne Beweise Wachen der Kompanie zu töten. Wir haben keine Zeit, Alistair. Du musst mir vertrauen. Wir haben keine Wahl. Verdammt, geh schon runter in den Garten. Das Tor wird geschlossen sein. Du musst den Schlüssel finden. Und wo zur Hölle finden wir den Schlüssel? Jetzt hier in diesem riesen Labyrinth von Garten. Oh, da sind noch mehr. Schlüssel. So weiter. Vielseitig. War mal wieder eine Goldtrophäe. Haben auch gut erwischt, den Kerl. Manchmal klappt's dann doch. Nicht immer, aber manchmal. Oh, Moment. Den sehen meine alten Augen da. Ich hab noch keinen Schlüssel, verdammte Axt. Ich siebe erst mal aus. Die Verbündeten der Vampire. Wie cool das gemacht ist, einfach nur. Muss man manchmal ganz kurz innehalten und einfach die Atmosphäre genießen. Weil grafisch ist das einfach ganz großes Kino. Okay, hier haben wir auch keine andere Waffe dabei, aber wir sollten auch grundsätzlich ein bisschen ruhiger bleiben. Du kannst nur noch Wachen durchsuchen. Ja, ich bin ja vorbeigegangen an den Wachen, aber die hatten leider keinen Schlüssel. Hä? Woher war das? Was mir fehlt in dem Spiel ist die Minimap ein bisschen. Ich habe den Schlüssel. Ah. Er hat also den Schlüssel. Wir dürfen jetzt aber nicht unvorsichtig werden. Wobei diese Waffe natürlich ein Traum ist, die Armbrust. Und wahrscheinlich hat Sir Galahad sie schon hunderte von Jahren zuvor benutzt. Dachte, wievielte Sir Galahad ist er wohl? Schließe das Tor auf.
würde ja gerne noch... Da oben war da noch eine Wache, oder? Nee, da sehe ich gerade niemanden. Okay, runter hier. Wir müssen das Tor aufschließen irgendwie. Das könnte eine Falle sein. Was meint ihr? Wir sehen uns wieder in der nächsten Episode. Sir Lucan ist dabei, wie wir das vereinte Indien-Hauptquartier unter die Lupe nehmen, um da Beweise zu finden für die Vampire. Doch ob wir hier auch wirklich welche gefunden haben? Und wie zur Hölle sind wir in das Gefängnis gekommen am Anfang? Diese Fragen und weitere werden beantwortet in der nächsten Folge von Let's Play The Order.